Einmal mehr herzlich willkommen bei Sinneswiss. Heute mit einer ganz speziellen Folge und mit ganz speziellen Leuten, nämlich denen, die immer dabei sind. Das wären der Spike. Hallo zusammen. Und El Hill. Hallo. Und natürlich ich, der Alex. Hallo. Sali. Ja, Jungs, fit und munter. Natürlich. Du auch. Traum. Ein Traum. Ach, die Zobe, das erste Bier. Genau. Ich habe mich schon wirklich mehrere Wochen eigentlich schon fast auf das gefreut, weil die Idee haben wir ja schon vor einem Zeitchen gehabt für heute. Was haben wir alles schon gehabt? Wir haben so viele verschiedene Formate bei uns. Wir haben die Hausaufgaben, die jeden Mittwoch kommen. Genau. Wo wir voller Spoiler über einen Film reden, wo der eine von uns der anderen zwei Hausaufgaben gibt und du als Zuhörer auch kannst mitschauen quasi vorher oder wenn du schon gesehen hast, einfach reinhören. Dann haben wir die Extravaganzas, unsere Überlängenfolgen, wo wir ganze Franchises oder Themen wie Bud Spencer und Terence Hill Film oder das Evil Dead Franchise auseinandernehmen in die kleinsten Einzelteile und zelebrieren eigentlich auch. Auf jeden Fall, ja. Dann haben wir die Fokusfolgen, wo wir einen Schauspieler, einen Regisseur, was auch immer, wirklich nur direkt über dem sein Lebensweg oder sein Arbeiten reden. Und natürlich haben wir immer wieder Gäste, wir haben Interviews etc. Und was machen wir heute? Heute testen wir unsere Basso. Wir haben nämlich Basso gekauft, die sehen ihr natürlich jetzt nicht, aber ich hoffe, ihr hört sie. Hill, drück mal auf die Basso. Okay, Spike. Und dann kommt noch meine. Auch eine Referenz an einen guten Kollegen von Streamaway. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und was brauchen wir die? Ja, wir haben demnächst ein grosses Quiz vor uns, aber wir haben gefunden, wir müssen die Basso doch noch testen können. Genau. Für das haben wir eine riesen Idee gehabt. Und zwar, dass wir immer wieder gerne gerade so als Cineast mit so Filmreferenzen und Zitaten um sich werfen. Und wir machen ja unseren Podcast bewusst auf Schweizerdeutsch, damit dann alle Länder um uns herum nicht können zuhören können und uns verstehen. Genau, und darum haben wir gedacht, hey, wir machen auch mal ein heiteres Zitatenraten untereinander, gegeneinander. Allerdings die wir Zitate nicht in den Originalspruch bringen, sondern auf Schweizerdeutsch. Genau, ja. Dass so mal etwas Neues ist. Genau, und natürlich könnt ihr da auch mitmachen als Zuhörer. Und es ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Wie es funktioniert. Wir sind einfach immer abwechselnd, Hill wird nachher anfangen, wir immer abwechselnd einen von uns ein Zitat vor, also nennen auf Schweizerdeutsch. Genau. Und die anderen zwei, die müssen dann eben hier Wasser betätigen. Und der, der zuerst war, der dürfte dann die Antwort geben, was es ist. Und ihr könnt euch auch mitraten. Genau, und eben, wie gesagt, es ist halt auf Schweizerdeutsch. Doch das ist eine gewisse Schwierigkeit nochmal drin, weil du musst halt nochmal mehr rumdenken. Ja, gar nicht so einfach gesehen, oder, in der Vorbereitung? Nein, gar nicht. Aber was haben wir jetzt eigentlich abgemacht? Als Lösung erzählt da einfach der Film? Oder müssen wir da noch das Sternzeichen vom Hauptdarsteller wissen? Ich glaube, wir bleiben einfach mal beim Titel vom Film. Ja, ja, wenn ungefähr genau. Eben, dass wir die Regeln noch so ganz bis ins Detail rausgeben. Was wir vielleicht gemacht haben, das kann theoretische Hilfestellung sein. Damit wir nicht außersehnlich die gleichen Zitate haben, haben wir schön alphabetisch aufgeteilt. Also A bis I, ich, A, B, C, D, F, G, H, I, O, K und so weiter. Ja. Halt dann, also ab dem dann Spike und Hill und so weiter. Sodass wir nicht übereinander gehen. Und «the» und die Sachen, die haben wir weggelassen dafür. Genau, der, die, das zählt genau. Alles nicht. So wäre es. Genau. Also, keine Ahnung, es kommt ja gleich der neue, also gleich, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, der neue Batman raus, der wird ja «The Batman» heißen. Da hat man jetzt beim Buchstaben «B» können nehmen, weil «Batman». Ja, oder die unendliche Geschichte, das ist einfach «U». Weil ui! Unendliche Geschichte. Okay, aber so weit habe ich gar nicht überlegt. Ja, das ist halt schon lange her. Verdammt, das wäre ja in meinem Hüffel gesehen. Ja, wenn du es mit D genommen hast, ja. Ja, dann hätte ich müssen sagen, Trottel. Adrien! Kindliche Kaiserin, ein Traum. Ju, das ist das Spiel, so einfach ist es. Und ich würde sagen, wir legen doch gerade mal los, oder? Ja. Ich glaube, das ist fast am einfachsten. Ich mache nur schnell noch eine Liste auf, weißt du, für einen Fall, dass wir doch ein Pünktchen verteilen können. Das ist ja sie, ja? Also, ist ja so, der Gewinner ist sowieso der Zuhörer, hoffen wir einmal. Und auf jeden Fall wird jemand von Sinneswiss gewinnen, von dem ist es schon mal gut. Alright, dann bring doch du mal das erste Zitat und Spike und ich probieren zu buzzern. Okay, erstes Zitat. Heiliger Bimbam, du bist echt.
Heiliger Bim Bam. Es nimmt mich ja wunder, was Bim Bam auf Englisch oder auf welcher Sprache immer wird sein. Oh Mann. Also nicht unbedingt 1:1 übersetzt, sondern auch mit und Redensart. Ja, ist klar. Habe ich auch nicht anders. Und das zwischen Film zwischen S und Z im Titel. Ah, so wie du blicke gar nicht. Nein, das ist mir zu dumm. Ich kann nur, weil das irgendein von uns etwas kann sagen, weil wir stinken gerade mega ab. Ich fange mit etwas Leichtem an. Nein, das ist okay. vielleicht kannst du uns einen Tipp geben? Es ist schon ein Zweiteiler, also ein zweiter Teil. Also es gibt nur zwei Teile? Es gibt mehrere. Ah, aber es ist einfach vom zweiten Teil. Cowabunga! Das ist, glaube ich, durch Spike, sie meinte. Ja. Mhm. Terminator 2. Ja. Ah, shit. Der John Connor, hä? Genau. Mhm. Heilige Scheiße, du bist echt. Mhm. Okay. Fair? Ja. Aber da kommst du wirklich nicht so einfach drauf. Uiuiuiuiui. Ja. Okay. Gut, wie ist es auf Englisch? Hast du das Englische das Original? Oh nein, da war es wirklich nur das Deutsche. Ah, ich habe auch nicht überall der Englische, ich habe zum Teil auch der Deutsche. Mal so. Okay. Ich habe ja gesagt, noch immer das Englische. Ja. Ja gut. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir das so machen. In dem Fall würde ich sagen, aufhören noch, El Spike. Okay, also. Mein Zitat ist: Was kannst du mir über den sagen, den du gestern gesehen hast? Es war ein Weisser. Ein Eisbär? Nein, ein Mann. Mit Schnauz, etwa 1,90 gross. Das ist aber ein grosser Schnauz. Ich könnte es aber einordnen, aber ich weiß. Nein, ich habe keine Minuspunkte. Alex? Nackte Kanone. Ja. Weißt du auch wählen? 2,5. Genau. Ja. Ganz am Anfang im Labor, nachdem der Frank muss seine Ex-Jane befragen muss, wer sie am Abend vorher gesehen hat, was am Verdächtigen ist. Stimmt! Und sie, alles klar. Ja. Ja, er hat gesagt, ich bin nur wegen dem Stil Humor drauf gekommen. Ich habe gewusst, wo ich es hier und aber welchen Film. Ja, ich habe gedacht, ich bringe nicht den oberklischeehaftesten, aber eben, ich habe gedacht, mit dem Humor kommen wir da schon drauf. Sehr gut. Okay, dann bin ich jetzt dran. Ganz genau. Vielleicht noch ganz kurz zwischendurch. Wie spannend ist es für euch zu hören? Haben ihr schon beide Punkte geholt? Ich hoffe schon. dann kommt meins. Ich bin ja ein bisschen der romantische Typ halt, wenn man mich kennt. Also, mein Zitat: Du bringst mich dazu, dass ich ein besserer Mann möchte sein. Das ist ein Spike, Basso. Forrest Gump. Mist. Aber ich glaube, es gibt ein ziemlich ähnliches Zitat dort. Eben, ja, gell? Du bringst mich dazu, dass ich ein besserer Mann möchte sein. Ich kenne es euch gar nicht, die Hunde. Ja, wenn ihr einen Tipp? Ja. Also. Was gebe ich euch für einen Tipp? Sind ihr noch dran oder ist es so, shit, kein Schimmer eher so, es ist zu weit weg, ja, kein richtigen, was ich gegangen. Dann gebe ich euch einen Tipp, der ein mehr hilft. Also nachdem der Nein gesagt hat, so Forrest Gump, bin ich nicht mehr so sicher, dass ich nicht richtig bin. Weißt du, ich sage euch, welcher Schauspieler das in diesem Film sagt? Es ist der Jack Nicholson. Mit der Nachbearbeitung müssen wir, glaube ich, doch so Denkmusik einbauen. Ja, das Jeopardy-Ding. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal einen Countdown. 3, 2, 1. Das ist aus einem grossartigen Film «As Good As It Gets» von 1997. Mist. Wahnsinnig toller Film. Ein von meinen Lieblingsfilmen tatsächlich. Ja. So,
Genau. Und das ist so schön, wo er das zu ihr sagt, wo er ein Theater wieder macht mit seinen ganzen Neurosen und Paniken und Sachen, die er hat am Tisch. Sagt das zu Helen Hunt, wo ich unsterblich verliebt war damals. Und dann sagt sie, du musst jetzt ganz schnell ein Kompliment bringen, sonst bin ich weg da. Und dann sagt er das und sie nur so, wow. Das ist wirklich das beste Kompliment, das ich je gehört habe. Und er so, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich kann nur nicht wollen, dass du jetzt gehst. Das wäre ein bisschen peinlich, mir gesehen. Das ist super geil. Ja, der hat ja auf Deutsch besser geht's nicht geheißen. Ganz genau. Ja, ganz genau. Mist. Cool. So. Ja, jetzt haben wir doch schon drei absolut grossartige Filme. Ich wundere, wie es weitergeht mit dir, Hill. Jawohl. Sie sind Gelehrte. Gelehrte. Was? Nochmal. Sie sind du Gelehrte. Gelehrte. Ui. Emma! Alex? Star Wars? Nein. Ah, ich hätte gedacht, so. Padawan, irgendwie so. Nein. Gelehrte. Also, es ist nicht du bist du gelehrt, sondern sie sind du Gelehrte. Gelehrte. So wie du es jetzt gesagt hast. Okay. Ich weiß nicht, im Englisch schon, wenn es okay, das ist halt, ja, das ist das Gemeine. Mhm. Fair. Aber es ist auch spannend eigentlich. Weiss es der Zuhörer schon? Ich hoffe, jetzt schreit schon jemand daheim. Das ist auch mhm. geil. Ich weiss ja nicht, wo ihr abends unseren Podcast los. Ich höre meine sehr häufig so im Zug. Also nicht meine, aber andere Podcasts im Zug oder so. Also du hörst uns gar nicht? Das kann man nicht zuhören. Gut, ich schneide mir manchmal einen eigenen Mitschnitt, der nur ich rede. Also, das ist ganz okay. Moment, da ist eine böse Seite hier. Du lässt immer rückwärts laufen und hörst Botschaften raus. Ich glaube, du musst uns einen Tipp geben, Hill. Ja. Sag dir am besten. Das ist einfach. Es kommt ein Hund vor. In diesem Film kommt ein Hund vor. Ah, gut, das ist jetzt schwer, das ist schwer. Würde ich sagen, das am besten. Ah, nein. Ah, das kann es nicht sein. Das wird irgendwas. Dass ich da jetzt einfach bin. Sie sind gelehrtig. Das hat noch nie einen Podcast gehabt, wo so wenig geredet wird. Ja. Der Gelehrte hat einen weißen Kittel an. Aha. Schon der Gelehrte. Ja. Ja, gut. Also, das. Toller Typ. Also, das heisst, er ist ein Forschender. Er ist nicht einer, der nur Vorträge hält. Das ist, in der Regel. Gib uns noch einen Tipp. Ich würde sagen, mal also so pro Zitat kann man zwei Tipps geben, wenn es nicht weiss, dann ist nächstes Jahr. Also, einen Tipp kannst du uns noch geben. Es ist dem einem Auto, wo er das ihm, glaube ich, sagt. Also das Auto ist auch zentral. Weißt du zuerst gesehen? Ich meine, du bist zuerst. Ja, ja. Okay. Zurück in die Zukunft. Ja. 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 Oh Mann. Sie sind ja Doktor. Ja, so rum geht es auch, stimmt. Okay. Ja. Okay. Ja, doch. Fies, aber... Also sehr... Aber okay. Nein, ist okay. Gut. Nein. Ich will nicht reklamieren. Nein. Ich habe den Futter. Ja. Uiuiui. Nein, finde ich mehr als fair. Aber ist geil. Sehr gut. Ja. Okay. Spike. Also, dann... vielleicht ist das jetzt ein bisschen leichter. Ah, super. Oh, mal schauen. Das brauchen wir dringend. Also. Mann, du bist echt der mieseste Seeräuber, den ich je gehört habe. Ja, aber gehört von mir hast du alleweil. Alex ist, glaube ich, zuerst gesehen. Ich glaube es auch. Ja. Fluch der Karibik. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich der einfachste gesehen bis jetzt. Ja. Und es ist witzig, wir haben es gestern davon gehabt, dass ich irgendwie gar kein Fan bin von diesen Filmen. Also der erste und zweite. Gut, glaub, ich aus dem gesehen. Ersten. Ja, ich glaube, ich habe die schon gesehen. Aber irgendwie ist mir alles ein bisschen too much. Findet ihr die richtig geil, die Filme? Sie sind einfach nicht im schlechten Wort. Das ist immer, Ich schaue es dann eigentlich immer wieder gern. Also, Teil 2 und 3 jetzt noch am wenigsten. Aber ich kann auch den neueren jetzt doch etwas abgewinnen. Habe ich eigentlich immer meinen Spass dabei. Welchen ist der mit dem. Ich glaube, David Jones ist der mit dem Tentakelgesicht, oder? Nein. Doch.
Doch, das David das, in Teil 2 und Teil 3. Okay, weil das sind ja eigentlich fast die coolste Figur dort. Also mit dem Tentakel. Oh nein, ich habe Blackbeard in Teil 4. Das habe ich der coolste gefunden, weil ich den Schauspieler mega mag. Blackbeard, wie ist das gesehen? Schwarze Bart. Der, ja, ich kenne halt noch aus Deadwood, wo er der Saloonbesitzer spielt. Der halt? Ja, in John Wick ist er der Hoteldirektor. Ah, ja, ja. Ich weiß, wen du meinst. Ja, 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 klar. Ja, ich finde den Schauspieler genial. Der Zuhörer weiß es sowieso. Ja, nein, klar, das sind alle viel gescheiter als mir. Cool, ja, dann machen wir doch weiter. Dann beenden wir, das ist jetzt die zweite Runde, wenn das richtig habe. Genau, du machst das gerade Ende. Genau. Ja, dann gehen wir doch gerade hier weiter. Hast du schon mal die Geschichte vom Skorpion und dem Frosch gehört? Oh. Oh Mist. Der Zuhörer, der gerade rot hat, ist mein neuer bester Freund. Hast du schon mal die Geschichte vom Skorpion und einem Frosch gehört? Mann, ich bin so doof. Verdammt, ich kenne das Zitat. Aus welchem Scheißfilm ist das wieder? Nein, das kenne ich gar nicht. Ach, ich weiß zumindest von dir, dass du es weißt. Also, dass du den Film kennst. Okay. Das weiß ich. Oh, jetzt ist es aber schwer. Ich habe schon mit dir, aber wir haben schon über so viele Filme miteinander geredet. Auch natürlich off-record, oder? Wie man so schön sagt. Ich gebe euch einen Tipp. Der Skorpion, der jetzt hier erwähnt wird, der ist auch optisch in diesem Film sehr, sehr gut ersichtlich. Und zwar ist er auf einer Jacke drauf. Driver? Ich muss erst den Namen nennen. Ach. Hill? Driver? Nicht Driver. Der Film heisst nicht Driver. Die Figur, die es sagt. Ja, mach, darfst du nochmal? Oder darf er nicht mehr? Ich weiß es eh nicht. Komm, also komm, mach nochmal. Drive? Du musst immer mit zuerst Namen sagen. Richtig, das ist aus Drive aus dem Jahr 2011. Einer meiner absoluten Favorites. Habe ich nie gesehen. Und das Zitat gibt es aber auch in anderen Filmen. Das ist so eine uralte Metapher. Du hast Scorpions gemeint, aber. Ja, das war ja S gesehen. Ja, gut, das ist natürlich gemein, weil Skorpion ist zentral, oder optisch zumindest zentral. Aber darum habe ich dann noch die Jacke in den Hoch geschoben, weil ich fand, das ist eigentlich sehr blöd. Hätte er Skorpion auf die Jacke? Ja. Nein, er hat doch so eine wunderbare Satin-Bluse mit einem Skorpion. Ja, das Bild davon habe ich erst schon mal gesehen. Aber, ich würde sagen, großartiger Film, gehen wir weiter. Ja. Da bin ich wieder dran. Yes, sir. Dann haben wir da. Oh ja, da. Sag Sally zu ihm, kleiner Freund. Scarface. Ja. Bam! Shit, Leute, heute sind richtig gut. Das ist noch witzig, wir haben jetzt im Englischen genommen, weil im Deutschen sagt so Freundin zu meiner kleinen Freundin. Ah, wirklich? Im Englischen sagt er, sag hello to my friend, to little friend. Mhm. Oder little friend. Ja. Nein, ist ja kein Italienisch. Kubano. Kubano, stimmt. Mhm. Ja. Ah, und im Deutschen sagt er Freundin? Zu meiner kleinen Freundin, ja. Ha, okay. Ja, was sag ich? Scarface ist ja so, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind alle nicht wahnsinnig in der Hip-Hop-Szene drin. Wo ich selber schon auch noch Gang-Hip-Hop habe, tatsächlich. Aber das ist ja so, bei vielen so Gangster-Hip-Hop ist ja das der Film. Ach jetzt? Hey, das ist extrem häufig. Extrem häufig. Früher noch MTV Grips. Ja. Und jetzt kommen wirklich die alten Zuhörer. Ja. Hast doch immer gesehen, so ihre Gangster-Villen. Und hast immer irgendwo so Chill-Out-Lounge gehabt. Und irgendwo ist immer ein Scarface-Poster gegangen. Immer. Das ist irgendwie einfach. Nein, es hat was, die Tellerwäsche zum Obercegaroni-Story, die ist irgendwie im Hip-Hop vertieft. Gut. Ja. So ganz am Rand und völlig unrelevant. Ja. Spike! Okay, also. Pentibruder mehr als sonst. Ja, den ganzen Tag. Dreht er bei Sonnenlicht durch. Seit neuestem hat er daheim eine Sonnenbrille an. Alex? Lost Boys. Richtig.
Wer dann noch kommt, stinkt er zu Schnüren aus und hat lange Fingernägel. Ja, die Nägel sind länger und zu Schnüren ausgestunken hat er schon immer. Grossartiger Film. Ist so. Aber ich glaube, das ist, ich habe den erst vor, ich sage jetzt mal, nicht einmal in einem halben Jahr wieder einmal geschaut. Und darum ist mir das noch so köpflich gesehen. Toller Film. Ja. Kennst du Lost Boys Hill? Ich glaube es, aber ich kann es ehrlich gesagt... Haben wir nicht sogar noch über ein Poster hängen? Nein, haben wir nicht. Nein, Lost Boys glaube nicht. Das fehlt noch. Also, wenn jemand uns eine Freude will machen, ich gebe auch gerne die Adresse nach uns anschreiben. Ein Lost Boys Poster würde sich super machen in unserem Studio. Definitiv. Also für alle die, die gerne Vampirfilme haben und so Coming of Age und noch in die 80er Jahre Vibes werden spüren. Und ich glaube, es gibt für mich kaum einen Film, der mehr 80er Jahre schreit als der. Das ist der Shit. Ja. Ja, nur schon wegen der Frisuren und der Lederjacke, definitiv. Kiefer Sutherland. Ja. Einfach der King in dem Film. Ja, aber das ganze Cast war grossartig. Also da war wirklich keiner dabei, der nicht reingepasst hat, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Gut, dann machen wir weiter. Ich muss ja weitermachen. Gut. So, also, mein nächstes Zitat ist ganz ein kurzes. Ich rede mit einer Plastikpflanze. Das Geile ist auch, das habt ihr jetzt gesehen, ich auch die Hand auf dem Basso gehabt. So, so mitrötteln, ja, wieder trockeln. Ist Blade Runner. Blade Runner kommt der Satz, ich rede mit einer Plastikpflanze. Ich habe mir gedacht, da gibt es ja keine Pflanzen mehr. Und dann habe ich das irgendwie so mal... Das ist eine saugute Assoziation, aber leider nein. Ich rede mit einer Plastikpflanze. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja, gern. Was gebe ich euch für einen Tipp? Ich sage euch, wer den Satz sagt, welcher Schauspieler. Es ist, wenn ihr vielleicht wisst, nicht unbedingt mein Lieblingsschauspieler, der Mark Wahlberg. Ich rede mit einer Plastikpflanze. Oh, Scheiße. Sagen dir eigentlich künstliche Pflanze oder Plastikpflanze? Ich bin nicht sicher, gewesen, was. Ich finde es Plastikpflanze. Schon, oder? Ja, gut, okay. Plastik ist ein ziemlich weiter Begriff. Es gibt so viele Sachen, die man als Plastik bezeichnet. Okay, ich merke schon, das hilft euch noch nicht weiter. Ich gebe euch nochmal einen Tipp. Der Film ist von einem Regisseur, der auch gerne mal kleine Kinder Geister sehen lässt. Ich will wissen, was er als für Film gemacht hat. Oh. Das ist der Spike. The Happening. Richtig. Sehr gut. Verdammt. Jo. Ultra schlechter Film. Ja. Und ich bin ja wirklich Shyamalan Lover gesehen, wo der Ende 90er losgelegt hat, oder? Mit drei absolut für mich super Filme, eigentlich vier grossartige Filme. Und dann ist ein ziemlich kurzer Farbe ist The Happening gekommen. Und der Trailer hat ja mega geil. Kennt ihr noch den Trailer? Da siehst du doch einfach so, einfach irgendwas in der Großstadt, da siehst du einfach auf allen Häusern, auf den Dächern schon einfach alles Leute, die sich in den Tod stürzen. Also ein nach dem anderen. Genau, also wirklich, als würde es regnen, würde es Menschen regnen. Ich habe gefunden, der Trailer, ich so, wow, und dann schaust du den Film. Und dann gibt es eben die Szene, wo er, weil das sind irgendwie Pflanzen, wo irgendwelche Sporen und die Leute bringen sich dann um. Und er tut dann irgendwie einen mega emotionalen Monolog halten. Mit einer Plastikpflanze am Schluss. Stimmt, das hast du schon mal erwähnt, wo der Kunde Plastikpflanze hat an die Wand gespielt. Es ist so ein trauriger Moment von der Filmgeschichte. Also nur die Szene ist Gold wert. Mist. Gut, dritte Runde durch, weiter geht's. Hill. Jawohl. Johannes, ich flieg. Oh. Halt. Ja, wir sind immer nur online. Johannes, es ist natürlich gemein, oder? Johannes ist ziemlich sicher, wird das halt der englische Name sein, aber es ist ja nicht John. John ist Johannes. Also John ist abgekürzt wie Johannes. Ja.
Und das ist die deutsche Variante. Mhm. Aha. Also ist es eigentlich John tatsächlich im Englischen? Nein, John ist abgekürzt wie Johannes. Das ist aber das Deutsche. Also ist es nicht John? Ja, es gibt auch Johannes, dann gibt es noch die Abkürzung der Johann und von dort kommt dann auch nochmals Hans. Also das hängt alles zusammen. Ja, ich glaube, du hast gerade gefährliches Halbwissen im Raum. Ja. Kannst du den Satz nochmal? Sorry, kannst du den nochmal bringen? Ich kann auch mit. Ich weiss, er ist mega lang, kann John, man nicht merken. Ich fliege. Okay. Das ist einer, den kennen wir 100 Pro. Aber das könnte in so vielen Filmen vorkommen. Ich habe eben 4-5 Filme im Kopf. Ich kann mich nicht. Bist du einverstanden, Spike? Wir brauchen, glaube ich, noch einen Tipp. Ja, ja. Also komm, gib uns einen Tipp. Okay. Kann man am besten. Es ist. Die Frau an der Seite ist nicht an Land. Also, wenn sie sagt, ist sie nicht an Land. Ja. Das ist eigentlich relativ logisch, wenn sie sagt, ich fliege. Das heisst, sie ist in der Luft. Das ist von dem her kein wirklicher Tipp. Sie muss ja nicht unbedingt fliegen. Aha, aha, aha. Oh, 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 oh. Es ist eine Liebesszene. Wir müssen ein bisschen. Alex? Titanic? Ja. Oh. Check, ich fliege. Ist Jack Johannes? Kann man das so bringen? Also John ist Jack, es ist ja bei Shining, sagt ja... Oder heißt wie heißt er? Er ist John, im Deutschen. Und im Englischen sagt er, hier ist Jack. Ja, aber ja gut, das ist aber etwas ganz anderes. Ja, das ist Shining ist was ganz Jack, anderes. John ist schon der deutsche Name von Jack. Ist auf der Abkürzung von Johannes. Nein, weil Jack ist die Abkürzung... Jack und Jake ist die Abkürzung von Jacob. Bin ich der Meinung. Mm-hmm. Und das wäre dann der Jakob. Also ich habe es gegoogelt, Jack mit John. Ist alles okay. Moment, Spezial-Google wieder. Wo hat jetzt Angelina Jolie einen Film mitspielt, wo man es noch nie gesehen. Ja, das können die Leute jetzt gar noch nicht nachvollziehen. Ja, das ist wahr. Das ist jetzt noch ein Insider, aber wir lassen euch irgendwann teilhaben dran. Okay, also Titanic haben wir das auch schon durch. Yeah. Das ist super, weil wenn das Format gut ankommt bei euch, und das würde uns mega freuen, wenn wir da auch Feedback bekommen. Ihr wisst, über soziale Medien, Nachrichten, wie auch immer. Finden wir immer geil. Haben wir mega, mega Spass. Mhm. Vor allem, wenn wir so eine Top-Bewertung auf Apple Podcasts geben, weil dann werden wir schneller gefunden. Und ja, eben, wenn das dementsprechend ein Erfolg wird, dann können wir uns gut vorstellen, das wieder zu machen. Und dann vielleicht auch mal mit Gästen, vielleicht auch mit anderen Dialekten. Das wäre ja auch noch witzig. Ja, wow. Ja, zum Beispiel. Okay, Spike, du bist dran. Jawohl. Okay. Wenn sein unangenehme Bobo euch in Bezug aufs Wüstenende hinter der glänzigen Fassade von einer kriminellen Karriere aufgeklärt hat und es euch anmächtig gemacht hat, euch zu ändern, dann ist sie Bobo von einer Chuck Norris-mässigen Würde und brutaler Ehre begleitet. Da bin ich baff. What? Also ich weiss, du hast ja im Vorgespräch hast du mir gesagt, du wolltest die liebsten Basler Das habe ich schon. Ah, das war nicht Bobo gesehen. Nein, ist Alleweil. Beim Jack Sparrow. Alleweil, okay. Ich glaube, der Satz. ich glaube, das erste Kapitel von diesem Buch kannst du nochmal vortragen. Also, wenn sie das unangenehme Bobo euch in Bezug aufs Wüstenende hinter der glänzigen Fassade von einer kriminellen Karriere aufgeklärt hat und es euch anmächtig gemacht hat, euch zu ändern, dann ist sie Bobo von einer Chuck Norris-mässigen Würde und brutaler Ehre begleitet. Komme ich nicht drauf. Nope. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja, oh, dringend. Also, das ist der erste Satz, wo der Charakter in diesem Film sagt. Und es ist ziemlich weit hinten im Film. Ich
welcher ernst genommene Film. Also es kann kein ernster Film sein, weil doch in keinem ernsten Film kommt Chuck Norris vor. Ich glaube, so viel kann man schon festhalten. Es kann auch sein, dass ich das nur so übersetzt habe. Ja, nein, aber wenn jetzt dort nicht Chuck Norris steht, sondern Sokrates oder so, dann ist es scheiße übersetzt. Dann muss ich wirklich sagen, Jungs, wir müssen nochmal über Bier kommen. Weil sonst nehme ich irgendwie anstatt irgendwie Neo, nehme ich einfach irgendwie als Namen Stefan oder so. Nein, es könnte auch einfach ein Synonym sein. Mittlerweile kann man Chuck Norris auch als Synonym nehmen. Okay, bring den Satz nochmal. Also. Wenn sein unangenehme Bobo euch in Bezug aufs Wüstenende hinter der glänzigen Fassade von einer kriminellen Karriere aufgeklärt hat und es euch anmächtig gemacht hat, euch zu ändern, dann ist sein Bobo von einer Chuck Norris-mässigen Würde und brutaler Ehr begleitet. Nice. Ah, komm, scheiß drauf. Alex? Also ich habe es überhaupt nicht vor Augen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte noch sein. Ah nein, es geht gar nicht vom Alphabet. Scheiße. Ich wollte es Dogma sagen. Mm-mm. Ah! Blöd. Okay, ich bin raus. Du hast jetzt. Hast du einen Tipp gegeben? Ich kann einen Tipp geben. Ah, komm, dann gib doch nochmal einen. Das ist ja also gut. Gerade nachher sagt der Hauptcharakter zu dem. Hey, ich habe gemeint, du siehst aus Long Beach. Ui, jetzt habe ich gemeint, ich hilfe euch damit. Also spielt er in Kalifornien? Ja. Tatsächlich. So wie fast jeder Film. Wenn wir eine Ausnahme machen und ich gebe euch noch einen dritten Tipp. Also gut. Okay. Ziemlich zentral im Fokus von diesem Film stehen Autos. Das wäre eigentlich sehr blöd. Ah nein, das geht auch. Keiner, aber das kannst du nicht aussehen im Alphabet. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja. Ich habe zum Teil den Titel auch vom Englischen genommen, zum Teil habe ich vom Deutschen genommen. Aha! Ja. Ja, Kofferdeckel. Ah. Gibt es eigentlich irgendwelche Regeln in diesem Leben? Tja. Kommen wir beide nicht drauf? Wie heisst der Film auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe den englischen Titel genommen. Ah, okay. Ja, nein, dann. Ich bin raus. Okay. Hill? Auch nicht irgendwie. Autos. So. Ich meine, gut, man könnte jetzt einfach irgendetwas roten. Aber das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, mit. Ah! Soll ich nochmal alle Tipps schnell sagen? Komm, scheiß drauf. Transformers. Nein. Ah, gut. Dann weiss ich. Ja, Transformers ist auch auf Deutsch bei T. Und ich habe T nicht, das ist ein Hilsebuch. Ich weiss doch nicht, was ihr für Buchstaben habt. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Okay, also, Hill auch keine Idee. Gut, okay, es war Gone in 60 Seconds. Sphinx am Schluss. Aber G habe ich bei mir. Ich habe Gone in 60 Seconds habe ich gedacht. G ist bei mir Entschuldigung, drin. Entschuldigung, ich habe es euch falsch gesagt. Ich hatte deutsche Titel genommen, nur nach 60 Sekunden. Ah, schau jetzt, weil ich habe gar nicht 60 Sekunden, habe ich plötzlich im Kopf gehabt. Ja, eben, so viel zum Thema, wir wissen die Buchstaben nicht mehr. Ja, Mist. Nein, das war das Sphinx, wo ja der ganze Film durch nichts sagt und am Schluss über die Verwundung vom einen dann anfängt zu schnurren und dann hat er so einen französischen Dialekt, also im Deutschen. Mhm. Und dann hat der Nicolas Cage das Gefühl, ja, ich habe gemeint, du siehst aus Long Beach. Ich glaube aber gleich, dass der Zuhörer jetzt sich denkt, Ja, ist gut. Yeah. Okay, aber ist ja wurscht, wir haben es ja gleich nicht. Also, ganz ehrlich, wäre tatsächlich so ein Dings noch gesehen, aber dann habe ich gefunden, nein, geh, passt nicht. Aber ist ja wurscht. Yeah. Also, machen wir weiter. Und Chuck Norris wäre synonym für Gott gesehen. Ja, das mit Gott, das habe ich eben im Kopf. Dann bin ich auf Dogma gekommen, wo überhaupt keinen Sinn macht. Ja, gut. So, also komm, ich nehme, glaube ich, jetzt als nächstes den kürzesten, den ich habe. Mhm. Weil jetzt ist ja gerade, glaube ich, der längste. Nehme ich jetzt fast an von dir gekommen? Oder einer von den längeren? Einen. Also, mein kürzester. Licht hell, Licht hell. Ah, ich weiß, aber welcher Film ist das? Kannst du noch mal sagen? Sehr gerne. Also, ich meine, es besteht auch aus vier Wörtern, die sich wiederholen. Licht hell, Licht hell.
Also nicht helles Licht, helles Licht, sondern Licht hell, Licht hell. Das ist ja ganz Englisch, irgendwie, wo das Dings lernt. Mhm. Von wie, wo, was? Ja. Braucht ihr einen Tipp? Ich glaube fast, ja, oder? Ja. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir sehr nah dran sind im Moment. Der Film ist unter anderem bekannt wegen einer Szene mit so einem Lift, mit so einem Treppenrollstuhl. Treppenlift. Treppenlift. Es gibt eine Szene in dem Film, wo ein Treppenlift vorkommt. Und das ist eine Szene, die man glaub, nicht so schnell vergisst. Halte ich jetzt einmal. Wenn man den Film gesehen hat, natürlich. Ein Treppenlift. Mhm. Also so ein Lift, der an einer Stärke ist. Genau, so, wo man so draufhäkelt. Und, also für Leute mit Gehbehinderungen. Yes. Wurde so. Genau, genau. Hey. Das ist der Hill. Ist das irgendwie Gremlins? Richtig! Und der Alte, der dann... Yes! Ah, ich kann gerne... Sehr gut! Nein, das ist tatsächlich der Gizmo. Und der Gizmo ist ja nicht unbedingt der sprachgewandteste. Mm. Und er schreit dann «Light bright, light bright!» Und nachher kommt dann «Bright light, bright light!» Aber am Anfang sagt er «Light bright, light bright!» Wenn's, wenn ein helles Licht kommt. Ja. Ich habe zuerst ein Theater im Kopf gehabt und sagt «Licht an, Licht an!» Ja, ja, ja. Ja. Aber, ja. Das ist auch genau darum, habe ich auch das Ding noch. Weil ich habe gedacht, Gremlins muss ich verspringen, wenn es schon bei meinen Buchstaben ist. Ich als riesen Gremlins-Fan. Ja. Aber dann gefunden, die meisten Sätze die kennt man einfach aus dem Film. Ich war die ganze Zeit bei E.T. mit seinem Nasenlampenfinger. Nein, ich denke, ja, und in dem Film ist so eine Szene so bekannt. Er hat nur darauf gewartet, ja, mit dem Velo. Nein, scheiße. Cool. Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Runde 4. Ja, hell los. Jawohl. Muss mir schon wieder ein zerfetztes Linktuch auswechseln, Mikkeli? Mikkeli? Ein zerfetztes Linktuch? Das. Zerfetzt. Mir schon wieder ein zerfetztes Linktuch. Auswechseln, Mikkeli. Okay. Genau. Aber es sind schon Filme, wo also nicht XX-Filme oder so, gell? Ah, oh, ja, ja, ja. Okay, einfach du das klarstellen. So kein Plan. Doch, irgendwie richtig. Aber gib mir so einen Tipp. Das Linduch ist natürlich zerfetzt worden, weil ich zwei den was gehabt haben und um ihn auch irgendwie scharfe Gegenstände mitgespielt haben. Nein, da hast du nicht. Scharfe Gegenstände. Nein, das kann es nicht sein. Ich habe das Ganze überlegt, gibt es in etwa mit den Scheren? Ich habe auch genau an den gedacht. Nein, nein, ja. Definitiv nicht. Scharfe Gegenstände. Ah, das ist schon. Das muss etwas sein, wo sie oder er nicht dafür kann, weil irgendwie so. Okay, komm, gib mir es. Oder ist okay für uns? Ja, auf jeden Fall. Nochmal ein, oder? Unbedingt. Richtig. In diesem Film geht es eigentlich, oder auch der Filmname, hat eigentlich seinen Namen vom Darsteller, und das ist eigentlich gut in dieser Geschichte. Aber ist das ein guter Tipp gewesen? Alex? Logan? Okay, warte, ja. Was? Jo. Nein, gut, ich merke gerade, ich habe es. Was? Was ist jetzt? Der Name stimmt, aber ich habe.
Soll ich sagen? Ja, eigentlich stimmt's. Okay. Ja. Du, Wolverine. Aha, ja. Der Wolverine. Ja, also, aber, eigentlich ist X-Men Origin Wolverine. Ah, shit. Ja gut, aber das habe ich jetzt gesagt, Wolverine. Heißt ja. Er Logan? Nein, Logan ist ein anderer. Logan ist eigentlich der dritte Teil aus dem Wolverine-Franchise. Richtig. Also wenn A heißt Logan, der Wolverine. Ja, ja, aber es gibt nur einen Film, der einfach Logan heisst. Der so, okay, so ein bisschen wie der Joker ist, DC-mäßig, wäre so ein bisschen anders. Ein bisschen, Aber du hast Teil 1, also der. Ja. Aber eben, das kommt aus Wolverine. Genau. Okay. Ja. Du hast ja immerhin das zweite, darf ich den Punkt haben? Ja, nehmen. Ja, ich habe ja vorher. Das ist jetzt zwar blöd irgendwie. Ja. Ja. Ja, ich habe gesagt, der Name von ihm ist im Titel. Drum, aber ich habe an Wolverine gedacht. Okay, ja. Heißt er Logan eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Also, das ist ja nur, das ist ja erst sein menschlicher Name, nachdem er das Gedächtnis verloren hat. Ja. Vorher hat er ja John Hewlett. Oder Howlett hat er geheißen. Okay. Als Mensch eigentlich. Ja, ja. Gut. Aber ja. So ist es halt. Ich glaube nicht immer alles bewerst. Nein. Gut, also. Mache ich mal weiter. Ja, nehmen wir mal etwas Einfaches. Gerne. Kann einer von euch sonst noch etwas Spezielles? Also ich habe gelernt, wie man mit einer Gartenschere einen Luftröhrenschnitt macht. Soll ich nochmal sagen? Ja, kannst du, aber ich weiß nicht, dass man etwas bringt. Ja, oder wenn das schon der erste Tipp? Ja, ich glaube schon. Tipp. Ja, ja. Also, es geht um Polizisten. Police Academy? Ja. Ah, ich bin jetzt bestimmt Lamsang gesehen oder so. Nein, Police Academy 2, natürlich der Tackleberry. Ah! Aber was sie am Anfang auf dem neuen Revier ankommen, beim Captain Lazard, dem Bruder vom Kommandant Lazard, und er fragt sie dann drunter, sagt so, ja, ich weiss, sie sind alle super ausgebildet im Bereich von Dingfestmachung und Fahndung von Verbrechen, aber kann einer von euch sonst noch etwas Spezielles? Und dann meldet sich Tackleberry, ich habe gelernt, wie man einen Luftröhrenschnitt mit einer Heckenschere durchführt, Sir. Ja, ich habe jetzt halt Heckenschere durch Gartenschere. Weißt du, was ich gerade merke? Ich muss einfach ein bisschen mehr. Diesen Fehler habe ich jetzt, also es sieht ja eigentlich noch gut aus, doch ein, zwei Sachen rot, aber ich muss mehr an euch denken, an euch als Filmzuschauer. ich bin ganz neu miteinander damals. Also, ja, auch Actionfilm gesehen, so ein Stirb-Lamm-Song oder so ein Spruch. Nein, ich habe tatsächlich eher an so eine Heldenvereinigung etwas gedacht. Weißt du, so, weil von euch noch so spezielle Kräfte oder so alles im Kopf gehabt. Boom. Weiter geht's. Jo. Ui, einer, wo ich gebe euch eigentlich schon vorher einen Tipp, den kann man eigentlich heute so nicht mehr sagen. Es ist ein Fehler, der Frau beizubringen, wenn man die Zeit abliest. Sie benutzen die dann noch immer gegen dich. Es ist ein Fehler, der Frau beizubringen, wenn man die Zeit abliest. Sie benutzen die dann immer gegen dich. Ich glaube, ich gebe schon mal den ersten Tipp. Ja, damit wir nicht zu viele Pausen haben. Ja. Der Schauspieler, der den Satz bringt, ist der Nick Nolte. Nein, das passt vom Buchstaben her nicht. Nick Nolte. Ich gebe euch noch einen anderen Tipp. Ich bin immer vom Originaltitel ausgegangen, vom Anfang Buchstaben. Mhm. Ich habe nicht da so Spielereien gemacht. Ja, okay, ich gebe euch nochmal einen Tipp. Ich denke, ist fast nötig, oder? Ja. In einer Nebenrolle, aber doch ziemlich wichtig für die Geschichte, macht eine ganz junge Juliette Lewis mit. Ich kenne mich ja vor allem so von Natural Born Killers und Dusk Till Dawn und so. Doch ein paar recht coole Filme. Die haben auch noch Juliette Lewis and the Licks, oder wie die heisst, die Band. Kennen sie dort noch ein paar Leute, aber los jetzt nicht, das ist Müll. Lieber ihre Filme schauen. Live geht es noch knapp, aber nicht am Band. Okay. Ah,
Nick Nolte. Nick Nolte. Oh Mann. Ja, ich glaube, es wird schwierig. Also komm, ich gebe jetzt auch, weißt, einfach damit. Ja. Damit jetzt gebe ich euch den Ober-Mega-Tipp. Der Kontrahent in diesem Film wird gespielt, also vom Nick Nolte, wird gespielt vom Robert De Niro. Spike. Cape 4. Sehr gut. Kap der Angst. Hey. Ah, okay. Yes. Ja. It's a mistake to teach women to tell time. They always use it against you. Das Satz ist so. Der Spruch hat die Sohn nicht mehr, also Nick Nolte hat, und der Spruch hat mir jetzt sowas von nichts genützt, aber Juliette Lewis und Robert De Niro, die haben glaube nur das eine Mal zusammengespielt. Ja, ich denke es. Ich glaube es, ich meinte es. Ja. Oder ich wüsste es eben. So, wir sind jetzt bei Halbzeit. Wir haben die ersten 5 Fragen durch. Mhm. Sag doch mal den Punktestand, ja, Alex. Ich muss dir gerade jetzt einen Punkt noch geben. Auf Platz 3 ist aktuell der Hill mit 2 Richtigen. Auf Platz 2 der Spike mit 3 Richtigen. Und ich habe. Ich habe dummerweise einfach noch immer ein Strichchen gemacht. Und ich glaube. Kann das sein? 1, 2, 3. Du meinst, ich meine, es sind 10 Stück. Ich kann es fast nicht sehr lesen. Es sind 10 sein, wenn ich 15 Fragen habe. Bis jetzt. Jo. Ja, ich habe einfach die anderen gewusst. Ja. Also im Moment 4, aber ich glaube, das kann sich durchaus noch ändern. Was sagst du jetzt, mein jugendlicher Leichtsinn? Das ist ja so. Also. Hill. Okay. Hallo. Es wird Zeit, dass wir uns die Griffel reichen. Ah, das kommt in vielen Filmen. Ah, komm jetzt. Ich habe richtig Lust zum. Erster Tipp, was meinst du? Ja. Erster Tipp. Es geht um Boote. Um Boot? Was macht es gerne noch Boot vor in diesem Film? Also Schiffli. Ja, Schiff. Das kann es nicht sein. Das wär... Wenn ich wenigstens wüsste, welche Buchstaben ich habe, das hilft mir gar nicht. Der Hill hat S bis Z. Ja. S bis Z? Ja. Alex? Speed 2? Cruise Control? Nein. Verdammt. Das habe ich gar nicht gesehen, Speed 2. Jo, das ist ja nur ein Boot. Er hat gesagt, es kommen Boot vor. Das ist praktisch nur Boot, ja. Okay, aber ja, dann. Fast. Ich glaube, das Spike ist ein bisschen schneller. Ja. So, ja. Waterworld. Waterworld. Verdammt! Mann, hat die jetzt auch gesagt. Boah. Ich war die ganze Zeit beim Master and Commander gesehen. Aber das ist vom Buchstaben her nicht gegangen. Okay. Wer sagt das dort? Das sagt du. Wann ist es notiert? Wie heißt das schon? John. Du kennst ihn kurz noch, oder? Hä? Deine Notizen sind eine Sensation. Kannst du noch dürfen wir die veröffentlichen? Oh, nein. Komm jetzt, sag nicht, das ist wieder falsch. Nein, was? Der Name stimmt gar nicht. Ich bin verrutscht. Es ist nicht Waterworld. Nein! Was? Das. Ja. Okay, und das ist ein Beweis, wir schneiden nichts raus. Oh Gott, Hill! Oh, ich habe auf Google geschaut. Nein, es ist. Oi. Ich bin nur auf Boot und so. Es ist nicht Waterworld in diesem Fall. Leck doch mir. Okay, nein. Also in diesem Fall haben wir den Punkt einfach noch nicht mehr roten weiter, oder was machen wir? Oh, Scheiße! Der weiße Hai. Nein, es geht nicht um Boot. Ah, verdammt. Was? Es geht gar nicht um Boot? Was? Ich bin verrutscht. Aha, also das Zitat ist gar nicht. Ich habe das Zitat gelesen, bin dann aber verrutscht. Aha. Ja, nein, es ist der, der sagt, es ist in einem Rollstuhl. Nicht auf einem Boot. Nein, okay. Nicht auf einem Boot. Nicht mit Boot, ein Boot. X-Men. Nein, ich weiß es. Alex? Unbreakable. Jawohl, das ist gesehen. Immer noch nicht gesehen.
Der Mr. Glass und David. Yes, yeah. Yes, doch, doch, doch. It's time to shake hands. Okay, gut, machen wir schnell weiter. Ja, gut, also, dann bin ich dran. Jo. Er hat jetzt eine Waffe. Ja, und was hast du? Nur eine Spritzpistole? Alex? Stirb langsam. Nein. Nein. Fuck. Hill? Top, oder meine Mama schießt. Nein. S hättest du. Ah, stimmt. Ah. Komm, gib dir den ersten Tipp. Also, gerne ein bisschen Gutsi da. Was soll ich sagen? Der, der jetzt die Waffe hat, der hat gar nie eine Waffe bekommen. Ja, das ist je nach politischer Einstellung sowieso der Fall. Ja, okay. Braucht einen anderen Tipp? Ja, gern. Ja. Spielt auf einem Fels. Alex? Vielleicht zu einfach jetzt, aber The Rock? Ja. Ah, tatsächlich? Ja, und zwar, wo sie die Schiesserei hatten, die Navy Seals gegen die Marines, dem Duschraum, wo er dann der eine abhängt und sich der Mason, also der Sean Connery, dann die MP holt und der Charlie Goodspeed von Nicolas Cage gespielt, dann bis ihm Vorgesetzten meldet. Und der findet dann, ja, scheißegal, ob der jetzt eine Waffe oder nicht, du hast auch nicht nur eine Spritzpistole. Hm, ja. Okay, okay. Ja. Mein nächster, da muss ich noch schnell einen Ton am Anfang abspielen, damit es so gut passt. Okay, und dann kommt gerade das Zitat: Fräulein Drake, bitte im Rektorzimmer melden. Oh, das ist aber schnell gegangen, Hill. Das ist ein Airplane. Was? Aber nein, war korrekt. Nein. Ich mach's nochmal, weil ich es so geil finde. Fräulein Drake, bitte im Rektorzimmer melden. Wimmelt ja auf so einem Flug hier an einem Rektorzimmer. Das ist Drake. Ey. Würde passen. Ja, ja, gut, fairerweise, ja. Mhm. Ha. Ich sehe schon, ich brauche den Tipp. Ja. Der Schauspieler, der das sagt, ist der Robert Patrick. Spike weiß es. The Faculty. Richtig. Sehr gut. The Faculty. Ja. Coach Willis. Geiler Film. Mhm. Ich sehe vor allem jetzt gerade das Plakat. Ganz genau gegenüber von mir. Ja. Merke ich gerade. Ja. Aber ja, das ist tatsächlich nicht da geschrieben. Okay, weiter geht's. Komm, jetzt ziehen wir an. Jetzt kommt L. Hill. Jawohl. Achtung, pass auf, Belli. Mach den Finger neben die Linie. Nein, das ist einfach. Ich habe es auch groß gemacht. Find nie einen Moment, weil es gibt keinen Moment. Find nie einen Moment, weil es gibt keinen Moment. Okay. Komm, Tipp. Es ist eine Regel, wo man achten muss. So es ist eine Film. Regel. Ja. Es ist eine Regel, wo im Film gesagt wird. Es gibt nie Moment, weil es gibt keinen Moment. Nein, ich traue mich nicht. Nein, ich halte mich jetzt zurück. Haben Sie das eigentlich schon definiert? Wenn man einmal gedruckt hat, dürfen wir nachher trotzdem noch einmal... Ja, ja. Timecop? Nein. Hat vom Buchstaben her passt. Ab welchen Buchstaben hast du? Ab S, gell? S bis Z. Nein. Du hast A bis I, der Hill hat S bis Z und ich habe es dazwischen. Okay, okay. Ja, nein. Nächster Tipp, komm. Es kommt ein Mörder in dem Film vor. Nein. Mörder. Sag nie Moment, es gibt keinen Moment. Ah, Moment. Sag niemand. Sag niemand. Mörder. Nein, ich stand auf dem Schlauch. Scream? Ja. Ha. Huh. Okay. Puh. Sag niemals, dass du gleich wiederkommst, wenn du wirst nicht wiederkommen. Ja, das heißt ja. Regeln in einem Film und einem Mörder. Mm.
Moment! Ja. Okay, ja, ja, das ist wieder frei, ja. Also, ja. Okay. Nur mal kurz eine Erinnerung, denke daran, unsere Zuhörer hören zu. Wenn wir draufdrücken, die hören nicht. Also vielleicht wissen sie dann nicht gerade, wer das war. Einfach immer noch schnell den Namen sagen. Okay, weiter geht's. Also. Das nächste weiss ich, jetzt bin ich heiß. Gut, also, mein Zitat ist: Du bist doch ein Trottel. Bringst ein Messer zu einer Schiesserei mit. Oh. Hill! Crocodile Dundee? Nein. Ah, verstehe, das ist anders. Ah, yeah. Ja. Also, das nennst du ein Messer? Das ist ein Schwert. Nein, ja. Bist du ein Trottel? Ich weiss, es hat noch Farben, fällt mir die. Es kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich bin immer über das gestolpert, über das Zitat. Du bringst ein Messer mit. Aha, bist du also in den Buchstaben vom Spike? Ich habe J bis R. Buchstaben okay. J bis R. Mhm. Ich kenne sogar noch den Vorsatz. Mm. Ah ja, wie geht denn der? Typisch Italiener. Wirklich? Ja. Soll ich einen Tipp geben? Ja. Es ist Verfilmung von einer Marvel-Figur. Alex? Ah, blöd, nein. Ich nehme es zurück. Also, nicht mehr Alex? Nein. Ich wollte blöd sagen. Ja, wäre eine Marvel-Verfilmung, aber wäre nicht in meinen Buchstaben. Ja, ja. Ich habe gerade noch das Bild angeschaut. Du nimmst ein Messer zu einer Schiesserei mit. Komm, nächster Tipp. Okay, der Hauptdarsteller von diesem Film hat auch eine Hauptrolle in Deep Blue Sea gehabt. Oh. Es kann nur mehr. Ja, aber da machen so viele Filme mit. Ah nein, das ist auch noch bei mir. Soll ich noch einen allerletzten Tipp geben? Von mir aus. Okay. Ja. Also, das Logo von dem Hauptcharakter ist eine Abwandlung von einem Totenkopf. Alex? Punisher. Genau, Punisher von 2004, der Hauptrolle der Thomas Jane, der in Deep Blue Sea gespielt hat. Ja, ja, voll. Das ist für mich der Tipp gewesen. Ja. Weil ich bin jetzt alle Filme durchgegangen mit dem Samuel Jackson wegen Deep Blue Sea. Und dann so, nein, Hateful Eight. Ah, so, ja, gut, ja, Marvel hat das immer. Ja, das war dort, wo der Punisher, also der Thomas Jane, überfallen wird von einem Musiker, der das Auto schrottet und er kriegt aus dem kaputten Auto raus, zieht sein Spickmesser und der andere Gnade bei ihm findet so, bist ein blöder Hund, so. Nimmst du ein Messer mit so einer Schiesserei. Er hat allerdings eine Spickklinge eingebaut, dass die Klinge fliegt, dem anderen in den Hals und gewonnen. So, ich glaube, ich habe so einen anderen Film gelesen. Das ist seit einem Höllen typisch Italiener, kommen immer mit Messer an eine Schiesserei. Ja, sagt mir auch etwas, ja. Ja, ich habe das irgendwie ist ja jetzt nicht Teil davon. Ja. Komm, machen wir weiter. Also, das nächste kommt von mir. Geboren zu sein bedeutet, dass man eine Seele hat. Nehme ich an. Sorry, ich verschnurrt. Geboren zu sein bedeutet, dass man eine Seele hat. Nehme ich an. Ich kann jetzt auch umdrehen. Ich nehme an, geboren zu sein bedeutet, dass man eine Seele hat. Ja, jetzt kommen die philosophischen. Scheiße, ich rote jetzt einfach mal wild drauf los. Yes. Ghost. Okay. Nein. Ghost. Nachricht von Sam. Hast du Geist und Seele? Ja, okay. Oh, fuck, ja. Ja, war in deinen Buchstaben gesehen. Ja, gar nicht dumm. Ja. Ich gebe auch den ersten Tipp. Der Schauspieler, der das sagt, der ist schon in einem vorhergehenden Zitat von mir der Schauspieler gesehen, der es gesagt hat. Einfach in einem anderen Film. Also ich habe zwei Zitate vom gleichen Schauspieler. Nick Nolte. Scheiße, ja. Hätte man sich das merken. Ja. Jetzt kommen die daheim hocken und sich alles notiert haben. So, haha! Die können googlen daheim. Der Gizmo war sicher nicht. Scheiße. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Toll. Okay, ist aber gemein. Ich gebe nochmal einen Tipp.
Es ist. Ja, man kann sagen, der zweite Teil gesehen. Ja, ich glaube, ich komme nicht drauf. Ja. Ich gebe euch noch den letzten Tipp. Der Schauspieler, den ich gemeint habe, das ist der Ryan Gosling. Der hat ja schon in Drive hat er sein Sätzchen gebracht und hier ist es wieder der Gosling. Jo. Ich sage jetzt einfach mal Blade Runner. 2049, ja. Richtig. Sehr gut. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich komme da schneller drauf. Das ist so ein elementares Thema dort. Oder? Was ist ich habe den Film nicht gesehen. Ja. Ich habe nur Blade Runner 1 gesehen. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Wir machen ganz schnell weiter. Ja. Aber ich glaube, wir wissen, was wir demnächst mal im Kinostudio 52 schauen. Bin ich dabei? Ich kann da täglich viermal schauen. Also ja, ja, habe ich. Erst einmal noch. Best. Also. Sorry, nein, ich habe gemeint, das hast du eben auch gesehen. Weil das kann man wirklich mir geben. Ja, ich habe es auch dich gewusst. Also. Ja, stimmt, ja, blöd, ja, voll geil. Ja, Hill! Was? Mach mal auf! Nächste kommt von dir. Hill, du bist dran. Ich finde, ihr Mangel an Glauben ist beklagenswert. Oh. Ich weiß es. Ah! Oh, verdammt. Star Wars. Yeah. Darth Vader. Genau. Ja. Ah! Ja. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass man da was kommt. Ja! Das ist mal wirklich, du kennst praktisch jeden Zitat. Ja, ja, das ist ja so. Sind halt nicht gerade frauenfreundlich. Auch. A financial lack of. Ich weiß nicht. Egal. Ja, also. Spike. Gut, also. Das nächste. Hey, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ein bisschen abgehangen. Aber am Freitag habe ich plötzlich mega Bock auf einen Eiersalat eingeklemmt. Dann bin ich mal am Samstag gerade 12er-Pack gepostet, habe sie alle gekocht. Dann habe ich sicher etwa 3 oder 3,5 Stunden gebraucht, um Mayonnaise zu machen, Zwiebeln und Peperoni schnibbeln. Ja, was halt so braucht. Und als ich fertig war, habe ich gar keine Lust mehr gehabt, das Ding zu essen. Brot habe ich auch keins gehabt. Also, wenn ich nur das Zitat jetzt einfach noch einmal gelesen hätte, hätte ich gewusst, es wird der Spike bringen. Ich weiß nicht, das ist so. Ja, es tut noch Spike, der Film. Ja. Eisand ist ein Boot vergessen. Irgendwas klingt nicht da. Nein, kein Schweiß. Gib einen Tipp rum. Also, das Elementare daran ist nicht, dass er das gemacht hat, sondern dass das Spannendste war, was im ganzen Wochenende. Mhm. Weil er sonst nichts anderes macht. Das erst im Verlauf von dem Film anfängt zu machen. Nochmal ein Tipp. Ja, voll. Also, in dem ganzen Wochenende, in dieser Erzählung, ist also im ganzen Wochenende keine Frau vorgekommen. Und er ist ein Typ. So. Ah, nein. Das ist eng. Das ist falsche Buchstaben. Das ist auch gedacht, aber nein. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist vom Film. Ich glaube, das ist gleich. Aber du hast. Kannst du uns das noch sagen? Ist der englische Titel der Buchstabe? Der deutsche Titel. Das ist der deutsche Titel, weil der englische Titel fängt mit einer Zahl an. Englisch mir nicht sagen. Ja. Okay, nein, dann bin ich weg. Also, ich gebe euch noch einen Tipp. Ja, komm. In dem Wochenende ist keine Frau vorgekommen. Ja. In seinem ganzen Leben ist an seinem Wochenende noch keine Frau vorgekommen. Wie heißt er? Alex. Der Virgin. Wie heißt er mit dem Carell? Steve Carell. Ah, scheiße. Ja. 40. Männlich Single sucht, irgendwie so. 40 männlich Jungfrau sucht. Ah, Jungfrau sucht, ja, scheisse. Auf Englisch 40-year-old Virgin. Ah, eben, also 40-year-old Virgin. Weißt du, was ich zuerst gedacht habe? Ich habe an Ferris Bueller gedacht. Also, ja. So sein Kumpel, der langweilige Typ, ja, der Alan Rock. Ah, gut. Okay, weiter geht's. Mit dem Mercato fühle ich wenigstens etwas. Ah, das ist dein Zitat. Ja, ja. Das ist. Okay. Ich bin nicht so der Kater-Typ. Oh, ja, also mit einem Kater fühle ich wenigstens etwas.
Spike? Garfield. What? Ja. Nein. Nein. Ja. Das ist nicht auf die Katze bezogen. Ja, aber lang, ist gut, John ja. ist ein langweiliger Typ und geht. Okay, ich mache weiter. Ich glaube, ich brauche den ersten Tipp. Der Regisseur von diesem Film, wo das Zitat herkommt, der lässt er gerne mal Sandra Bullock und der George Clooney im Weltall umschweben. Ist aber nicht der Film. Du musst mehr denken über das als über. Ist das keine Hilfe in dem Fall? Shit. Nein. Okay. Der Schauspieler, der diesen Satz sagt, ist der Clive Owens. Mit einem Kater fühle ich wenigstens etwas. Weißt du, daheim? Oh, Scheiße. Was könnt ihr euch noch helfen? Ja, es ist so. Ich sage jetzt mal, es geht so ein bisschen ins Genre. Endzeit. Apokalypse im weitesten Sinn. Aber sehr. Ja, ja doch, kann man schon so. Aber ohne Naturkatastrophe. Nein. Ich kenne den Film, glaube ich, gar nicht. Okay. Du auch keine Ahnung? Nein. Ich glaube, den Lonis, oder? Dann erkläre ich auf. At least with a hangover, I feel something. Clive Owens, seine Rolle Theo Farrone in Children of Men. Ich sehe. Im Jahr 2006. Children of Men. Ja. Hast du das nicht gesehen? Ich glaube es nicht. Ich nicht wirklich nicht? Oh, yes, ist Maria. Ja, unsere tschechische Zuhörer. Maria. Nein, mit dem hat jetzt schon gerechnet, dass er das gesehen hat. Das ist grossartig. Okay. Cuarón, das ist sowieso ein toller Regisseur. Er ist sogar so ein Regisseur, den ich gerne mal so ein Special machen würde. Ja. Also, würde ich gerne meine Meinung dazu sagen, wenn ich von einem Film gesehen hätte. Ja, das andere, was ich darauf angespielt habe, war Gravity gesehen. Mit Sandra Bullock und einem. Den habt ihr auch nicht gesehen? Nein. Ich habe noch nicht. Ganz viele Leute miteinander vor uns. Ja. Also, warte, Moment, jetzt haben wir Blade Runner mir mal schauen. Ja, da bin ich auch dabei. Cuarón mir mal schauen. Cuarón wäre auch lieber, garantiere ich. Also, wenn nicht, dann verstand ich. Nein, okay. Das wäre nicht zuerst. Weiter geht's. Okay. Also, die vorletzte Runde. Stimmt, ja, genau. Ja, jetzt wird's heiß. Also, Hill. Die vorletzte. Das ist ja wie Gacki, wo man nicht abends spielen kann. Moment. Nein, den Buchstaben hast du nicht. Scheiße. Ja, weißt du, vielleicht ist schon. Sag's gleich, vielleicht ist schon wieder auf die Ziele verkommen oder so. Nein, kann nicht sein. Oder hat der Name bei irgendeinem anderen Namen? Nein, das kann nicht sein. Das ist wie Scheiße, ob man nicht abends spielen kann. Vor allem so ein, zwei Leute, die ich kenne, aber. Schwierig. Komm, gib uns einen Tipp. Der das sagt, hat nur noch ein Auge. Das müsste eigentlich ein Sau gut. Ah! Blöd! Waterworld? nein! Hey, jetzt bin ich so dermaßen die ganze Zeit festgehangen bei Full Metal Jacket bei dem Drill Sergeant. Ich habe es mit dem seiner Stimme gehört, ey! Ich dachte, guck mal, Tipp, ja, es hat nur Boden. Jo, und ich kann gerade am Anfang reinhauen, ist echt Waterworld! Ach, ja, gut. Heute ist also. Heute hat es ein bisschen, Jungs. Also wirklich. Ja, ist jetzt die erste Folge. Ah. Ja. Vielleicht wird es auch die letzte. Kann ich sicher? Ja, ich kann es sicher schon. So. Okay, also. Dann war ich dran. Jo. Also, mein nächstes Zitat ist: Sie stehen auf meiner Liste. Ja, aber warum denn, Madame? Weil sie ihre Scheiche drauf haben. Ah, okay. Zuerst müssen wir den Gag verstehen.
Lange Leitung. Das ist halt, haben wir im Krieg gesehen. Schon. Ja, Initus im Arsch. Das muss ich so bildlich vorstellen, aber ich glaube, du kannst uns schon den ersten Titel. Also gut. Ja. Es ist ein animierter Film. Am Schluss haben die beide nicht gesehen. nein, S ist beim guten alten das Hill, Hill, oder? Okay. S, ja. Dann ist beide meinen im Kopf. Nein. Irgendwie gar nicht Shrek, habe ich irgendwie so gedacht. Kurz. Gar nicht irgendwie einmal gesehen. Also zumindest, glaube der erste. Ich also. Gerade nochmal einen Tipp. Ja, komm, hau rein. Das ist eine deutsche Produktion. Wie heißt der? Nein, das ist auch mit S. Hä? Das ist doch der Bulli-Film. Ich mache weh, das ist so ein Bulli-Humor. Das ist so. Aber der heißt doch. Wie heißt Alex? Heißt nicht Sissi? Nicht ganz. Wie heißt er denn? Das ist animiert, ja. Es ist garantiert da. Ich könnte wetten drauf fast, aber. Der nicht Sissi? Sissi ist animiert mit dem Bulli, ja. Eben, ja. Und das ist so der Humor. Das ist so typisch, haha, ich bin lustig und heute schon animiert. Also, ist es einfach mein Tipp, ich bin ja völlig. Aber wie hat er denn geheissen? Der anders geheissen? Das Dumme ist ja, ich habe tatsächlich alle Sissi-Filme, weißt du, die richtigen mit Ron Schneider gesehen. Und da kommen jetzt noch immer die junge Kaiserin, all die Originaltitel. Ui, das ist jetzt aber tragisch. Hey, ich habe Mitleid, darf ich ihm den Punkt geben und es auflösen. Das tut aber ein bisschen leid. Was? Das ist doch witzig. Nein, er heißt Lissi und der wilde Kaiser. Lissi und der wilde Kaiser. Ach komm, der Punkt, der bleibt Lissi in der Luft. Ja, das wünschst du sowieso. Ja, im Moment sieht es gut aus, das ist wahr. Ja, ja. Ah, Mann, hey. Lissi, ja, okay. Mhm. Aber immerhin, die Richtung hat gestimmt. Jetzt muss man nur noch so Titel lernen. Ja, ich habe gar nicht gesehen. Ah, scheiße. Also, mein zweites Letzte ist, die Sachen, die du besitzt, besitzen die am Ende. Hat er nicht gelesen, glaube ich. Das ist für mich schon, das kann man wissen. Also nein, das sollte man eigentlich wissen. Ja, ich habe gelesen, ich habe. Weil ist es schon gesehen? Es ist nicht Waterworld? Nicht. Okay, ich gebe den ersten Tipp. Zu viele Zitate. Der Satz wird von Brad Pitt gebracht. Fight. Richtig. Nee, ja, nachvollziehbar. Scheiße. Ich meine, der Film ist schon voller Zitate, wo tatsächlich auch oft auf so Social Media, weißt du, so die. Kennst du das, so die Plakettchen, die einfach irgendein so mega schlauer, tiefgründiger Satz ist? Und Leute das so posten. Und meistens, wenn sie mir gerade eine Trennung hinter sich haben oder so, oder was weiß ich, dann sind sie so eine tiefsinnige Ding. Und du denkst einfach so, Alter, hey, mach's wie mir, trink einfach und dann nicht so Dreck ins Internet stellen. Vor allem so tolle Filme verhunzen. Ja. Am besten steht noch drunter gesagt vom Udo Lindenberg, Sänger von Die Toten Hosen aus Polen. Genau, ja, richtig. Okay, dann kommt jetzt. Final Round. Die finale Runde. Und der eine Zuhörer, der freut sich. Weil das endlich hinter sich hat. Nein, also mir macht es wirklich Spass. Ich wünsche ich auch. Es kommt mir nicht um das. Nein, ich finde das einfach wirklich cool. Ja. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. So eine gewisse Übersetzung bin ich ganz überzeugt. Okay. Ja, was hast du für, wenn wir es auf Schweizerdeutsch machen? Ja, das ist halt wirklich. Ja. Hill. Okay, mein Letzter. Gib's uns. Ich bin nur noch eine kranke Dutzhütte von meiner Modelmaß entfernt. Was? Nochmal bitte. Ich bin nur noch ein kranke Dutzweiter von meinem Modellmaß entfernt. Das kann so viele. Nein, halt, nein, den hast du nicht. Ah, halt, wir nehmen ja den und so. Nein. Kennst du den Film? Das kann wahrscheinlich. Devil Wears Prada. Der Teufel trägt Prada. Richtig? Wirklich? Ja, den kennst du. Jetzt bin ich aber baff. Der ist sogar im Free TV gesehen. Der ist viel besser als ich gedacht habe. Ja, vor allem, ich finde einfach Anne Hathaway, finde ich eigentlich wirklich noch.
Also ihre Kollegin im Büro ist ja eigentlich der heimliche Star. Das fiese Dreckstück. Ja, ja, die ist super gewesen. Okay. Ja, und dann Chefin nur. Dann ja, das ist halt, ja. Meryl halt, Und wie sie auch erzählt, wegen einem blauen Bulli, der schon in früher Mode war. Und es ist Mode doch in der Geschichte. Und ah, definitiv. Also Mode ist kulturell mega wichtig. Finde ich schon. Ja, doch, definitiv. Ah. Okay. Also, letztes Zitat. Also, mein letztes Zitat. Ich liebe dich, Kürbisli. Und ich liebe dich, Honighäsli. Alex. Fiction. Genau. Ja. Ja, der hat rein müssen. Ja, jetzt wird es ein bisschen einfach. Also, und ich habe aber es ist super. Es ist super, ja. Ja, vor allem das Honighäsli ist doch so herzig. Es ist sehr herzig und Kürbisli. Und ja. Ich habe einen und da müssen wir tatsächlich eine Zeit lassen. Es sind 4 Sätze. Nein. Und sie tönen immer praktisch gleich. Aber ich habe gefunden, das ist ein wunderbarer Abschluss. Ich habe einfach gehofft, dass wir in dieser Reihenfolge. Ja, hat man nicht angefangen. Ja, habe ich mir etwas überlegt. Also, erster Satz. Sieht es aus, als ob ich die falsche Woche ausgesucht habe, zum Aufhören zu rauchen. Zweiter Satz. Sieht es aus, als ob ich die falsche Woche ausgesucht habe, zum Aufhören zu saufen. Dritter Satz. Sieht es aus, als ob ich die falsche Woche ausgesucht habe, zum Aufhören Amphetamine zu nehmen. Der vierte Satz sieht aus, als ob ich die falsche Woche ausgesucht habe, zum Aufhören mit Leim schnüffeln. Verteilt über den Film. Tipp? Ja. Oder wollen wir sie nochmal hören? Nein. Tatsächlich ist der Film heute schon genannt worden. Wäre wissen schon wahr genannt worden. Aber ja. Er ist schon genannt worden. Aber er ist nicht eins von den Zitaten, wo schon dran kommt. Nein. Ja, er ist falsch genannt worden quasi. Amphetamin? Welchen Verdammt? Zuerst ist die falsche Woche zum Aufhören mit Rauchen, dann ist die falsche Woche zum Aufhören saufen, dann Amphetamin zu nehmen und dann aufhören mit Leimschnüffeln. Ich hoffe, mein Bruder los zu, der wird nämlich jetzt, im spätestens jetzt, wird so einen Purzelbaum machen. Ey, aber jetzt ernsthaft? Ich gebe nochmal einen Tipp. Ich sage nicht, wer es kennt, das wäre blöd. Aber der Kareem Abdul-Jabbar spielt mit. Spike? Airplane. Yes! Sehr gut! Ich habe zuerst an Basketball gedacht. Nein, es ist tatsächlich der leider verstorbene Lloyd Bridges, der das gesagt hat. Ja. Oh, wir haben ihn gerne gehabt. Mhm. Gute alte Leute. Ja. Jungs, ich muss. Wie haben das gefunden? Naja. Oh, nicht so fern, oder was? Noch nicht so. Ich bin noch nicht warm geworden damit. Also, wir haben jetzt gerade Erfolg gemacht, den du selber nicht gut findest. Ist es, weil du abgeschlagen verloren hast gegen mich? Nein, mehr, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir haben unterschiedliche Sportarten gespielt. Ja, also. Oh, ja. Also ich habe 16 Fragen richtig gehabt, außer ich habe es falsch jetzt zählt. Ich habe es extra ich bin so ein Trottel. Ich habe einfach nur immer ein L gemacht, weißt du, ein Strichli. Aber wenn du es normal ein bisschen hast, tu dich mal untereinander unterscheiden auf dem Telefon. Da kriegst du gar nicht an. Ne? Der gute alte Spike hat 4, 5, 8 und der Hill 3. Sieger der Herzen. ich hoffe, ihr daheim, die jetzt zugelassen haben, habt ein paar Fragen mehr noch gehabt und richtig beantwortet. Ich hoffe, vor allem euch hat es auch Spass gemacht. Spike nicht so ganz anscheinend. Ich habe es recht witzig gefunden, aber hey, lasst uns wissen, wenn ihr findet, nö. Oder wenn ihr sagt, hey, ich finde es eigentlich auch nicht gut, aber ich finde es geil, wenn der Spike nochmal eine Folge aufnimmt, wenn er nicht toll findet. Schreibt uns, lasst uns wissen. Ja. Folgt uns und vor allem bleibt uns treu, oder? Oh, absolut. Was wir noch mehr erwähnen. Was denn? Wir haben eine ganz neue Kategorie. Jeden Freitag kommen von uns jetzt noch 3 Wochenend-Filmtipps raus. Mhm. Wo finden wir die, Alex? Ja, auf unseren Social-Media-Kanal. Die da wären Instagram und Facebook.
Genau. Jede Woche bringt jetzt abwechselnd einer von uns drei Wochenendtipps. Diese Woche war der Hill dran. Hallo. Unbedingt reinschauen und bringt dann wirklich Sachen, die ihr auch momentan könnt streamen auf den verschiedenen Streamings. Yes. Also ganz aktuell unbedingt reinschauen. Genau. So. Super. Habe fertig. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, lassen wir es. Genau. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, Spass gehabt. Und wenn nicht, lasst es uns wissen. Und ansonsten, ich nehme auch gerne Danksagungen entgegen und Blumensträuße. Glückwünsche. Genau. Und Lost Boys Poster. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.